Bin mal gespannt, ob wir gleich den Weg zurückfinden. Also bis Breland kenne ich mich eigentlich noch ganz gut aus. Alles, was danach kommt, ist so semi leicht verschwommen. I'm back. WB Iron. So. Wir dürfen wieder kämpfen. Endlich. Nach all den Jahren. Irgendwie schlecht flach wird es mit euch sein. Habt ihr den Link gewaschen? Danke, Stormy. Vielen, vielen lieben Dank. Den schaue ich mir das auf jeden Fall mal an. Ich kann nur noch nicht versprechen, ob das heute noch wird, aber ich denke mal, so spätestens morgen, übermorgen will ich reingucken. Weil morgen habe ich frei. Mittwoch und Donnerstag auch. Also ich werde da definitiv reingucken. Und wenn nicht, darfst du mir auch gern zuspammen. Ich versuche den Discord auch aktuell zu halten. Ich bin außer Schlafen auf 24/7 über den Discord erreichbar. Ja, ähnlich wie ich bei meinem Discord. Bei meinem Discord bin ich auch ständig erreichbar, sogar über Handy. Weil ja immer mal was sein kann. Deswegen versuche ich da ja dann auch immer relativ aktiv zu sein. Also online siehst du mich eigentlich immer. Wenn nicht, dann schlafe ich. Und dann kriegst du spätestens am nächsten Tag die Antwort. Aber Zuha, du hast mich gefunden. Also so schlecht ist die Orientierung nicht. Oder habe ich einen Peilsender? Weil mir jetzt gerade so ein bisschen Sorgen. Wenn Sonntag aufhört und du bitte, bitte kannst du doch mit deinem Mittwoch oder Donnerstag dieses Stream. Könnte ich, ja. Ich muss mich also gut, morgen ist sowieso frei. Mittwoch ist Buchhaltung dran. Da muss ich mich unbedingt an die Buchhaltung setzen. Und Donnerstag ist halt aufnehmen für YouTube. Und Haushalt. Unbedingt Haushalt. Ja, Freitag ist dann auf jeden Fall Stream. Freitag bleibt. Morgen hast du mich noch an der Backe. Weil es ist Mittwoch. Oh nö! Nee! Nee! Mist! Nein, ist schön. Ist schön. Freitag ist ja auch nochmal. Ja, Freitag ist auch nochmal. Das muss Liebe sein. Er weiß, wie ich das meine. Er weiß ganz genau, dass ich mich freue, dass das zu Hause ist. Aber... Schatzi, wenn du dann morgen zu Hause bist, dann kann ich ja trotzdem frei machen, dann kannst du morgen den Hund mitnehmen. Nein, Quatsch. Ich kann auch so ausschlafen. Huni hat ja keinen Durchfall mehr. Ja, schön ist das nicht. Server läuft auf der Arbeit nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, es hat seine Gründe. Es hat seine Gründe. Bin ja auch Waldläufer. Stimmt. Warum brenne ich schon wieder? Suret? Warum brenne ich schon wieder? Suret? Na gut, dann lasse ich dich aber mal in Ruhe weiter streamen. Und lurk ein wenig. Weißt du, was ist? Einfach Bescheid sagen. Das mache ich. Und vielen lieben Dank für den Lurk. Toll! Jetzt bin ich gleich wieder benebelt. Danke! Ja, ich weiß ja, warum das so ist. Mit dem Server. Setzen.
Ist ein ewiges Theater bei euch in der Firma. Scheiß. Server. Müssen wir uns jetzt benehmen? Nein, Mappa. Nein. Überhaupt nicht. Es bedeutet nur, dass ich ein bisschen länger machen darf. Ey, was war das? Mehr bedeutet das eigentlich nicht. Dass ich länger machen kann und dass ich ausschlafen kann. Eventuell. Ach scheiße, meine Violetta stirbt hier gerade. Oh, na egal. Oh, sie ist entkommen? Ah nee, schade. Okay, sie ist doch nicht entkommen. Ich hätte mit dir mitlaufen müssen. Oh, bitte? Das mache ich auf dem Rückweg. Ich habe gerade, oder? Ah nee, komm, wir machen das schnell. Können wir das überhaupt benehmen? Nein. Nein, eigentlich nicht, nein. Deswegen ist es sowieso hinfällig. Benehmen können wir uns alle nicht. Deswegen sinkt das Niveau ja auch immer so schnell. Diese Rolle ist cool. Soll ich wieder anfangen? Wenn du das möchtest, Iron, darfst du gerne anfangen. Das ist es ja, Mappa. Das Niveau flieht, sobald es uns sieht. Sobald der Stream an ist, sagt das Niveau, nö, sorry, bin weg. Bye. Arrivederci. Au revoir. Und ich kann dir aber mal sagen, und das glaube ich gleich nochmal zurück. Oder geht das der Ring da weg? Ist das die Quest? Ist das die nicht? Ist das die Quest? Ist das die nicht? Nee, wir müssen die Hefe noch finden. Die Hefe muss da irgendwo noch sein. Da? Ist die Hefe? Ja. Ja, da muss irgendwo noch eine Hefe sein. Es rennt schreiend davon. Entschuldigung, Iron. Ja, ist dann schreiend davor. Es verabschiedet sich direkt und sagt, nein, lass mich, quält mich nicht. Wir sind doch alle so lieb. Ja. In gewissermaßen. Gott, wie schnell die Dinger einfach tot sind. Huch, wo kommst du denn her? Weg. So, wo auch immer diese Hefe sein soll. Ein Blitz erschlagen. In zwei Zahnstocher durch den Wald kommt ein Igel vorbei, sagt der eine Zahnstocher. Ich wusste gar nicht, dass es hier ein Bus wäre. Den kenne ich aber auch schon. Aber er ist so blöd. Oh. Naja. Wobei ich würde mir eher Gedanken machen, warum zwei Zahnstocher plötzlich anfangen zu gehen. Da ist die Hefe. Ich habe die Hefe gefunden. Alte Hefe. Meinst du, die Hefe geht noch? Das ist die Lieblingsspeise von Piraten. Weiß ich nicht. Ja, oh. Kapern. Also wirklich. Warum steht ein Pilz im Wald? Weil die Tannen zapfen. Der ist alt.
kenne ich schon. Also Frischus, du warst schon mal besser, ne? Also, ne? Er hatte schon bessere auf Lager. Du lässt nach. Abzug in der B-Note. Wie nennt man jemanden, der so tut, als würde er etwas werfen? Ich? Nee, weiß ich nicht. Seid gegrüßt. Pantomime. Ein Scheinwerfer. Oh, nein. Nein, wirklich nicht. Nee. Oh. Okay. Weil ich habe hier so viele Quests. Wisst? Wie viele Seiten hat dein Buch? Zu viele? Ich warte auf die Auflösung. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Es ist so still hier. Muss ich da rein? Ja, aber welches Buch? Hä? Stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch? Hä? Ich habe gerade mal so gar keine Ahnung. Hä? Hä? Was? Ach, okay. Wie ist das Wertebefinden? Jetzt weiß ich, worum es geht. Okay. Gerade sagen so, hä, welches Buch? Ich war gerade so leicht neben der Spur. Hat man gar nicht gemerkt, oder? Nee, das nicht. Warum sind französische Bonus so kurz? Okay, einmal nach Buckelstadt. Warte, aber einmal muss ich hier ganz kurz den Frigger hier nochmal. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Yep. Ja, wir können auch den unteren Weg lang reiten. Dann nimmt sie jetzt auch nicht viel. Die können die Stellung nicht halten. Er kam gerade von meinem Begleiter. Hilfe. 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 Warum bist du schneller? Nee, irgendwas für Reitgeschwindigkeit habe ich nicht. Gibt es darüber? In Hoffnung. Wenn wir angekommen sind, weiß ich dann auch, ob ich hier irgendwas erhöhen kann. Anfänger, Hilfe, Rein. Bin auf der Straße, ja. Anfänger, Erfahrungspunkte durch das Besiegen. Okay. Langsam Stärke. Schade, ich kann meine Waffen fertig schneller machen. Da kann keiner mehr helfen. Außer Edelfi.
Nein, nicht mehr das. Nicht mehr das. Warum können Bienen so gut rechnen? Oh nein. Weil sie sich den ganzen Tag mit Summen beschäftigen. Oh. Oh. Ah, Karamba. Ich mach dich fertig. Ihr macht mich jetzt einfach noch fertig. Und es ist unfair, dass Sura so schnell ist. Wir müssen hier rein. Wir müssen hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Ah! Nicht rüberspringen. Ah. So, dann haben wir hier rein. Ach, hier. Bitte, lasst mich mit meinem Kummer allein. Ich bin so unentschlossen. Als japanischer Krieger heiße ich nun ja. Das Pferd kann nicht mal über den Zaun hüpfen. Ja, das liegt aber eher an der Reiterin. Auch wenn es euch sicher lästig ist, ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Ist schon. Stellt euch den Geist des alten Tuchs. Achso, jetzt einmal hier rein. Es ist ein Eichhörnchen. Sitzt einer im Stehcafé. Ah. Eichhörnchen, könntest du sie bitte mal nach draußen verpieseln? Warum sie dich drauf befördern? Mann, hier wird sie tun weh. Oh ja. Oh ja, Stormy. Oh ja. Wie kann er nur gleich Hausverbot? Ich weiß Frisches. Vor allem ein Eichhörnchen namens Hemmy. War doch ein Eichhörnchen, ne? Hemmy das Eichhörnchen? Das geht hier nur so, wenn Iron hier ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn Iron da ist, sind alle verloren. Nein, ich hab gekleckert. So nur aus Interesse. Interessensgrund sind wohl. Du zum Beispiel sind gerade 5 Leute mit dir. Irin ist 6. Ah. Mal schauen. Mal schauen. Vielleicht werden es ja bald 6. Mal gucken. Also Fakt ist, ich werde hier keine eigene Gilde gründen. Es reicht mir, dass ich eine Gilde führe und das ist in etwa 14. Das reicht mir voll und ganz. Hier werde ich definitiv keine machen. Surat, was machst du da? Egal wie leer du bist, manche Leute sind leer. Ein Feuerwerk. Ich möchte auch Feuerwerk haben. Regnet. Party. Wird im Kreis springen. Juhu. Jetzt bin ich hier gleich wieder. Ja. Toll. Bin wieder benebelt. So, also einmal nach Michelbinge.
Es ist, in ein paar Monaten kannst du welches kaufen im Laden. Och nee, du. Auf das vor jetzt weg verzichte ich gerne. Ich schaue es mir gerne an, aber selber was abzünden, war ich nicht so der Fan. Scheiße, ich sehe verschwommen. Ja, ne? Ja, frisch ist das stimmt. Also so Feuerwerk gucke ich mir echt gerne an, aber ich, nee. Bin kein Fan davon, das selber abzuzünden. Das ist irgendwie, nee, nicht meins. Nie gewesen. Oh, Kupfer. Ich hab Kupfer. Hm. Ich schicke auch nur Gedankenraketen in den Himmel, aber mir auch nicht. Ja. Es ist schon ein Wunder, wenn ich überhaupt diese Wunderkerzen halte. Da bricht mir als Pyromane das Herz. Ich warte noch auf den Tag, bis Frutus das Haus in die Luft gejagt hat. Das kann nicht mehr fern sein, der Tag. Katappa, 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 Katappa. Oh, ein Hobbit. Mit 130. Katappa, Katappa, Katappa. Gestern war ja wieder der Brandmelder an. Echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich sag ja, er fackelt irgendwann das Haus ab. Die Küche hat er schon einmal fast abgefackelt. Da war ich aber Gott sei Dank nicht da. In dem Moment habe ich noch in meiner alten Wohnung gewohnt. Bingo, bist du zu Hause? Jojo. Willst du auf Roman, aber Feuerwerk muss nicht mehr sein. Lagerfeuer finde ich besser. Oh ja. Frisches. Wir müssen den Feuerkorb wieder anschmeißen. Dann singen wir alle das Lagerfeuerlied. Frisches, wir müssen unbedingt. Ich hoffe, ihr entschuldigt die Unordnung. Nächstes Wochenende oder so. Mal wieder Besucher. Den Feuerkorb anschmeißen. Ich kenne das Lied nicht. Müsste mal einer raussuchen. Ein heiliges Lagerfeuer, heimlich mit Feuerzeug in Richtung Kirche hier um das Eckschleich. War Iron. Alter. Ich hoffe, ihr entschuldigt die Unordnung. Ich hatte in letzter Zeit so wenig Besucher, dass ich alles etwas durcheinander geraten lassen habe. Ich werde meine Sachen packen und dabei gleich aufräumen. Bingo runzelt die Stirn. Wisst ihr was? Ich hätte es bis eben ganz vergessen, dass ich mir über die Jahre einige Dinge von meinem Nachbarn ausgeliehen und nie zurückgebracht habe. Ich sollte das nachholen, bevor ich aufbreche. Schließlich weiß man nie, was einem auf einer Reise alles zustößt. Ich habe mit dem Kordelball von Maxam Strafgürtel von gegenüber geborgt. Würdet ihn ihr zurückbringen, zusammen mit anderen Sachen, die ich mir in der Nachbarschaft ausgeliehen habe. Mhm. Ich bin heilig, ich muss plündern und brandschatzen. Das liegt mir im Met. Ah, schön. Welche Nachbarn kenne ich auch? Ja, ich auch. Wobei, es waren keine Nachbarn, es waren Freunde, die nie was zurückgegeben haben. Mhm. Besonders schön. Warte, habe ich da jetzt irgendwas? Ich habe vergessen, die Kordel mitzunehmen. Warte, zurück, ich bin gleich da. Ich habe was verpeilt, ich habe hier was vergessen. Ich habe die Kordel vergessen mitzunehmen. Und den Zwirn und... Warte mal, jetzt muss ich erst einmal das Ding wegbringen. Und das an dich. Hi. Nehmt den Teekessel. Ernsthaft? Die Installation dauert ja länger als der Download. Ja! Wir hätten nicht warnen sollen, aber ich glaube, das wäre dann abschreckend gewesen. Wenn dein Kopf nicht angeschraubt wäre.
Ja, ist so. Das ist mein Satz. Den bringe ich immer. Das ist mein Satz. Den hat mein Schatz von mir geklaut. Hm, kaufe ich mir die Erweiterung. Die Frage ist, meinst du jetzt die für 99 Punkte, die es da gerade gibt, die alten Erweiterungen? Oder meinst du die... Okay. Also ich habe sie mir gestern gekauft für die 99 Punkte. Ich hatte ja noch welche. Ich habe sie mir gestern gegönnt. Es ging aber kein Weg dran vorbei, weil ich weiß, dass ich jetzt suchte. Ich meine, wir könnten dann ab einem gewissen Punkt zusammenspielen. Ich mach das jetzt einfach, es war klar. Ich wusste es. Ha! Gott, ich habe jetzt dann so viele Leute wieder zum Spielen gebracht. Das ist cool. Das ist einfach nur cool. Ich geh mal eben mit dem Hundevieh. Die schaut mich die ganze Zeit mit großen Augen an. Frisches, sie guckt dich immer mit großen Augen an. Das sind diese typischen Hundeaugen, die sagen, Papa, kümmer dich nicht um andere Sachen, kümmer dich nur um mich. Ist das nicht toll? Ich gehöre eher den Katzenaugen. Wenn die Katzen mich mit großen Augen angucken. Das ist schön. Wo muss ich hin? Wo ist der Bürgermeister? Mein Lieblingsspruch ist dann immer, schau mich nicht in diesen Ton an. Oh ja, wenn Blicke Wörter wären. Seid gegrüßt. Gib mir nur das Würstchen. Könnte man jetzt aber falsch verstehen, Papa. Ich sag's doch. Ich hab's gesagt. Ja, wie kann ich euch helfen? Ich hoffe, die Angelegenheit dauert nicht allzu lange. Ich bin spät dran fürs Abendessen. Ihr fragt den Bürgermeister höflich, ob er schon eine Entscheidung über Myrtleboxs Gesuch getroffen hat. Er seufzt. Wenn ich gewusst hätte, mit was für Beschwerden ich als Bürgermeister zu tun haben würde, hätte ich das Amt nie angetreten. Mach das nicht. Verhindert, dass diese Person uns verlässt. Sorgt dafür, dass die Person geht. Es ist ein ständiger Kampf, Aedariel. Die Abendessen entschädigen dafür aber auch nur gerade so. Ich werde bei diesem Gesuch keine Entscheidung treffen. Wenn Myrtlebox Bingo Boffin davon abhalten will, das Auland zu verlassen, dann soll sie ihn selbst einsperren. Nehmt das Gesuch und gebt es an Herrn Boffin. Ich will damit nichts zu tun haben. Mein dicker Kater hätte mich gestern beinahe getötet, aber ich habe ihm nur aus Liebe nichts von dem Fleisch bekommen. Oh Mann. Wobei, die Katzen hätten mich heute Morgen auch fast umgebracht. Die Näpfe waren leer. Sie haben alles aufgegessen. Es war kein Krümel mehr drin. Die haben Mordpläne vorge... Also, sie hatten die Mordpläne direkt offen auf dem Tisch liegen. Ich wollte mich umbringen. Weil nichts mehr drin war. Und dann war das Wasser auch noch leer. Ich bin eine Stunde zu spät aufgestanden. Ich bin froh, dass ich noch lebe. Ich bin da ganz knapp rausgekommen. in dem Punkt sind Hunde wirklich besser. Die bringen einen nicht gleich um. Die erdrücken einen dann mit der Liebe. Irgendwas Schwein, rohes Schwein. Ist für Hund und Katz gefährlich. Sogar tödlich, ich weiß. Bei Hühnchen und Thunfisch kriegen die Viecher fast immer was ab. Seht fast euch immer. Das nur an. Was für nette Nachbarn ich doch habe. Was ist das? Ihr gebt Bingo die Petition, die er schnell überfliegt und erwartet eine geknickte Miene. Stattdessen aber lächelt er fröhlich. Seht euch das nur an. Myrtlebox hat Unterschriften von guten Hobbits aus der ganzen Nachbarschaft gesammelt, um mich in der Gefängnishöhle einzusperren. Was für ein tolles Kompliment. Ich liege meinen Nachbarn so sehr am Herzen, dass sie alles tun würden, um mich hier zu behalten. Ich muss Myrtle unbedingt etwas Nettes zukommen lassen. Könnt ihr zu der Statue von Macho und Blanco in der Stadtmitte gehen und dort ein paar Blumen für Myrtle pflücken? Sagt ihr, dass ich ihre Botschaft verstanden habe und so bald wie möglich zurückkehren werde. Was für nette Nachbarn ich doch habe. Jetzt tut es mir leid, dass ich ihre Sachen so lange ausgeborgt habe, ohne sie wiederzugeben. Du ja, mein Kater nicht. Meine auch nicht.
So, jetzt sollen wir Blumen pflücken, oder was? Pflück hier Blümchen, pflück da Blümchen. Mach da den Garten schön, hol da Äpfel. Bin ich richtig? Wo sind jetzt die Blumen? Ach da. Wenn wir Pute, Rind oder Thunfisch haben, bekommen die beiden auch was. Das verdammt nochmal Schwein. Der Dicke schaut jetzt doch, als ob ich seine Mutter gebraten gegessen hätte. Sie verstehen halt den Unterschied zwischen Schwein, Rind, Pute und Thunfisch nicht. Die denken halt, du enthältst ihnen etwas vor. Etwas, was sie vielleicht noch nie vorher gekostet haben. Meine Kater leben besser als ich. Alle Katzen leben gefühlt besser als ihre Herrchen. Außer die misshandelt werden. Den Katzen, denen es gut geht, die leben meistens besser. Also unsere kriegen gar kein Schwein. Da achten wir auch tunlichst drauf. Weil wir haben halt zwei mit Magenkrankheiten. Und der eine, der frisst eh nichts. Also wir haben tatsächlich einen Kater, der interessiert sich weder für Leckerlis, noch für Milch, noch für sonstige Sachen. Das ist ein Wunder, dass er überhaupt was fressen will. Was? Was ist das? Ich werde ein weiteres Gesuch verfassen. Was haben diese Blumen zu bedeuten? Hat der Bürgermeister eine Entscheidung zu meinem Besuch getroffen, Bingo Boffin ins Gefängnisloch zu stecken? Ihr erklärt, dass Bingo ihr diese Blumen geschickt hat, als Dankeschön für ihre wohlgemeinten Gedanken. Wohlgemeinte Gedanken? Ich meine, ja, natürlich will ich auch nur das Beste für meine Nachbarn, aber... Mörtel wird ganz runter, irgendwie rot im Gesicht. Ich werde ein weiteres Gesuch schreiben. Es wird um etwas anderes gehen. Es wird eine ernste Sache sein. Ihr werdet schon sehen. Kein Problem, die Leckerlis nehme ich. Ich weiß nicht, ob du die Leckerlis essen möchtest. Gegarten mögen meine Beine gar nicht. Also einer von unseren Katzen liebt es, der andere guckt das nicht mehr mit dem Arsch an. Es sei denn, es liegt gewürzt auf meinem Teller. Wenn es gewürzt auf dem Teller liegt, dann würde er es also am liebsten fressen. Aber sonst... Ja, wir haben Leckerlis mit Thunfisch. Das sind so kleine Thunfischstreifen. Riechen sogar ganz angenehm. This sounds delicious. Katzenfutter soll auch schmecken. Oder Katzenleckerlis zumindest. Gib das eine. Ich danke euch noch einmal. Es berührt mich sehr, dass ich Myrtle so wichtig bin. Und ich werde sie vermissen. Aber bitte entschuldigt mich jetzt. Ich muss so etwas packen. Aber wir werden bald aufbrechen. Endlich ist es soweit. Habe das bei meinen noch nicht probiert mit gegartem Schwein. Zweimal die Woche bekommen die Frischfleisch. Mein Großer ist mir fast einmal hops gegangen. Wegen Sprühsteine. Seitdem gibt es Frischfleisch. Ja. Also unser einer Kater mag zum Beispiel, er liebt Hähnchen, aber er hasst es, wenn es halt dieses Luftgetrocknete. Trockenfleisch, das mag er überhaupt nicht. Das Frische isst er nur in Maßen, nur wenn er Bock drauf hat. Oder wenn Mami es gerade auf dem Teller hat. Ansonsten rührt er das nicht an. Der andere schlingt es weg. Dann haben wir einen, der interessiert sich gar nicht für Futter. Der könnte auch wunderbar ohne Essen leben, wenn er es nicht bräuchte. Bei dir schmeckt es beiden. Total anspruchslos. Aber wie geht ans Nassfutter? Nassfutter. Ja, da ist unser einer auch ganz, ganz, ganz groß. Wenn es Nassfutter gibt. Und wie, es gibt in einer Woche mal kein Nassfutter. Dann darf ich mir gleich ein neues Wohnhaus suchen. Endlich ist es soweit. Meine Reise beginnt und ich möchte, dass ihr mich begleitet. Wenn ihr keine Einwände zu diesem Abenteuer habt,
Ihr müsst mich natürlich nur so weit begleiten, wie ihr möchtet. Und wenn ihr irgendwann beschließt, wieder eure eigenen Wege zu gehen, werde ich diese Entscheidung klaglos akzeptieren. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass ihr bei mir bleibt. Ganz gleich, wie viele Meilen wir zurücklegen. Wisst ihr was? Ich dachte, das Aufbrechen wäre schwieriger. Offenbar ist das ganz leicht. Ich hatte erwartet, dass es mir schwerer fallen würde, mich von meiner Heimat zu verabschieden. Aber die Aussicht auf Abenteuer füllt mein Herz mit Spannung, lässt meine Füße ohne Zögern voranschreiten. Ich habe mir die Karte genau angesehen und denke, dass wir Michelbinge über die östliche Straße verlassen sollten, in Richtung Wegscheid und Buckelstadt. Gehen wir zur Kreuzung in Wegscheid und entscheiden dann, wie es weitergehen soll. Okay. Ich muss immer so feiern, wenn die beiden dann anfangen mit ihrem Frischfleisch durch die Wohnung rennen und versuchen, es zu erlegen. Dann sage ich immer, das kannst du fressen, das ist schon tot. Ja, macht unser einer aber auch. Und dann fängt er immer an zu knurren, wenn ein anderer Kater, der gar kein Interesse dran hat, da einfach nur dran vorbeigeht, das Ding anguckt. Das Fleisch schon anzugucken, das ist... darauf steht die Todesstrafe. Aber da ist der Hund auch genauso. Wenn der Hund sein Leckerli hat, du darfst dem Leckerli nicht zu nahe kommen. Weder Hund noch Katz. Das gibt Tote. So, also einmal nach Wegscheid. Wenn wir im Wegscheid sind, muss ich einmal eine ganz kurze Pinkelpause machen. Wir sind ja schon wieder 2 Stunden rum hier. Ich reite schon wieder kurz und quer. Das ist aber normal bei meinen auch so, wenn es ums Fressen geht. Da knurren die sich auch an. Na. Solche Mimosen. Aber bei uns gibt es halt auch eine feste Rangordnung bei den Katzen. Erst der total verfressen ist, aber trotzdem schlank und rank. Dann darf mein Kater, den ich halt mit hier in die Beziehung reingebracht habe, dann darf er essen. Er ist halt in der Rangordnung der Zweite. Und ganz zum Schluss darf der Jüngste der Kater essen. Aber der trottet auch so ganz gemächlich zu seinem Essen, so nach dem Motto, muss ich das jetzt essen? Warum gebt ihr mir das? Ich habe gar keinen Bock auf Essen. Nee, ich gehe wieder. Nee, das Essen will ich nicht. Nee, esst ihr mal und geht wieder. Dafür trinkt er aber enorm viel. So, jetzt gehe ich einmal ganz kurz pinkeln. Mach einmal ganz kurz die Pause-Screen.